Interessant. Ich schätze, sogar Picasso wurde verrückt genannt seinerzeit. Hast du jemals das Gefühl, dass Leute dich kontrollieren? Oh Gott. Es ist. Also er zweifelt daran, ob die Menschheit es überhaupt wert ist, dass man ihnen vertraut, wenn es eh nur darum geht, nach außen eine gute Miene zu machen und so weiter und so fort. Und wir sagen ihm quasi, manchmal muss man halt manchen Menschen einfach vertrauen und sich auf sie verlassen. Es kann furchteinflößend sein, jemanden anders zu vertrauen, aber ohne Vertrauen, wie können wir da funktionieren? Manchmal musst du einfach an die Leute glauben, an das Gute im Menschen, um voranzukommen. Ich schätze, das stimmt. Falls wir niemals jemandem jeweils vertrauen würden, also auch nicht ihrer Authentizität, dann wäre es sehr, sehr, sehr schwer in einer Gesellschaft zu funktionieren. Oh Gott. Also ich weiß gerade nicht, was genau das bedeutet. Ich interpretiere es so, dass falls sich jemals jemand betrügt, falls dir jemals jemand Schaden zufügt oder dir Unrecht tut, kannst du die andere Sicht sehen? Ich bin mir allerdings nicht sicher. Kann eine Person lernen zu verstehen, dass sie manchmal die Beute ist? Naja, du kannst halt nicht immer der Gewinner sein. Es ist leider so. Und ich meine, das wissen wir ja selber gerade. Du kannst nicht immer der Gewinner sein. Wenn alle immer nur gewinnen wollen, gegen wen? Du musst nicht immer gegenhalten. Manchmal muss man einfach sagen, lass gut sein. Es ist gut. Lass die Menschen ihr Ding machen und mach du deins. Leben und leben lassen. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Das ist einfach nur ein Teil davon. Manchmal bist du vorne, manchmal nicht. Es macht keinen Sinn, sich das alles zu sehr zum Herzen zu nehmen. Ich denke, ich verstehe. Manchmal werden wir alle betrogen. Oh Gott. Treffe nicht. Warum sind manche Leute so unglaublich bestrebt darin, das Leben von anderen zu zerstören? Einfach nur, um ein bisschen voranzukommen mit all dem, was sie können. Was treibt sie voran, um andere für ihren eigenen Erfolg zu sabotieren? Nur unsichere Leute tun das.
meiner Meinung nach ist, dass die Unsicherheit der Leute, die ihren eigenen Wert nicht mit ihren eigenen ihren eigenen Werken zeigen können oder auf ihre eigene Art halt alleine ihren Wert zeigen können. So, welche die Notwendigkeit bedürfen, auf Kosten der anderen zu finden, was sie denken, dass sie brauchen. Das Denken, was sie brauchen, habe ich eingefügt. Oh, das ist interessant. Ich habe das niemals als Zeichen persönlicher Schwäche wahrgenommen. Wenn du Fehler in der Welt siehst, fühlst du dich dazu verpflichtet, sie auszusprechen? Warum entscheiden sich einige, ruhig zu bleiben? Angesichts der schrecklichen wohingegen andere es nicht tun. Selbsterhaltung ist wichtig. Ja. Auf der einen Seite ja. Nur Schwächlinge müssen sich verteidigen. Selbsterhaltung ist wichtig. Im Prinzip ist es ja genau das. Menschen wollen selber leben. Ich muss kein Held sein. Der Sinn des Lebens ist zu überleben. Erhalt der Rasse im Prinzip. Ich verstehe, bei solchen bidirektionalen Optionen ist mir immer. Ich finde es immer schwierig, da eine Wahl zu treffen, weil quasi. Das ist mir zum Beispiel im Mass Effect aufgefallen. Du wählst eine Option und er sagt, man könnte da irgendwas sagen. Und dieses Stichwort für die Option gibt meiner Meinung nach Sinn und dann wählst du es aus und er sagt was komplett anderes als das, was du wolltest. Deswegen ist so diese Optionenwählerei immer so ein bisschen schwierig. Also, so sehr ich das, auf der einen Seite, Selbsterhaltung ist wichtig. Ja und nein. Also ich meine, die Selbsterhaltung ist natürlich insofern wichtig, als dass der Sinn eigentlich der Erhalt der eigenen Art, des eigenen Lebens ist. Das ist der Urinstinkt, den jeder hat. Den hat einfach jeder. Wir sind nach wie vor Höhlenmenschen, die halt auf irgendeinem anderen Niveau so tun, als wären sie zivilisiert. Wir sind nach wie vor Höhlenmenschen. Als Höhlenmensch ist es uns nach wie vor wichtig, erstmal unsere Haut zu retten. Und wenn unsere Haut im Reinen ist, dann können wir schauen, wie es den anderen geht. Aber wenn es uns gut geht, wenn wir die Kraft haben, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir quasi Entscheidungen treffen können, dann sollten wir doch auch für die richtige Sache kämpfen. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, was Only Cowards Need Defense heißen soll. Also natürlich, nur Feiglinge müssen sich verteidigen. Aber trifft es das dann, was ich sagen will? Selbsterhalt ist wichtig. Wenn wir jedes Mal losziehen würden und uns selbst für jede kleine Sache aufopfern würden, die wir hätten, dann wären wir jedes Mal selbst in Gefahr. Ja, schätze ich mal.
Ja, zu versuchen, etwas richtig für diejenigen zu tun, die mit ihrem Rücken gegen die Wand stehen, kann dich natürlich ebenfalls, kann die Aufmerksamkeit der Todesbrigade quasi auf dich lenken. Hast du jemals eine Annahme getroffen, von der du gewünscht hattest, dass du sie niemals zuvor gemacht hättest? Also, hast du jemals eine Annahme getroffen und es bereut? Was können wir tun, wenn unser Bauchgefühl sagt, jemand hat üble Absichten? Ja, das ist immer so eine Sache. Das ist immer so eine Sache. Das ist vor allem das Interessante ist, wir treffen ja eigentlich permanent Bauchentscheidungen. Wir treffen immer Bauchentscheidungen. Und unser Hirn versucht hinterher unsere Bauchentscheidungen zu rechtfertigen. Das ist eine total witzige Sache eigentlich. Es gibt einen lustigen Spruch aus, oder einen weisen Spruch noch aus den Zeiten der Römer, aus den alten Lateinern, Latrinern, wie auch immer. Audietur et altera pars. Heißt einfach nur, man soll immer auch die andere Seite sich anhören. Oftmals ist es recht schwierig, wenn man quasi von einer Seite mit irgendwas konfrontiert wird und dann erstmal, wir sind halt emotionale Wesen, das ist halt der Punkt, wir sind halt nicht rational, wir sind erstmal emotionale Wesen. Und wir reagieren einfach emotional und entsprechend, ja, entsprechend entscheiden wir uns. Ganz instinktiv, ganz intuitiv in irgendwelchen Situationen, irgendwas. Also, ich habe das schon so oft erlebt, dass ich in Situationen war, wo ich reflexiv, also wenn ich die Situation reflektiert habe, mich gefragt habe, wieso habe ich denn so reagiert, aber in der Situation ich einfach nur noch einem Schema folgen konnte. Einem Programm, das sich einfach abgespult hat, aufgrund meiner Emotionalität. Das ist einfach so. Wir Menschen sind emotional und wir entscheiden in Stresssituationen, in zeitlich begrenzten Situationen, entscheiden wir emotional aufgrund dessen, was wir gelernt haben, wie wir geprägt worden sind, wie wir aufgrund unserer Vergangenheit geprägt worden sind. Und ja, und hinterher fragen wir uns, warum haben wir uns so entschieden? Und das Witzige ist, teilweise denken wir sogar das nächste Mal, nein, das machen wir nicht mehr so. Nein, das tun wir nicht mehr. Das nächste Mal verhalten wir uns anders. Und dann kommen wir wieder in die Situation und bäm, zack, verhalten wir uns wieder genau gleich. Spult wieder irgendein Programm ab. Einfach, weil wir von unserer Prägung so programmiert sind und dieses Muster quasi dann einfach abläuft. Also, ja, gut. Ich habe ein bisschen abgeschweift, audietur et altera pars. So. Es gibt immer mehrere Sichten auf ein Ding. Es gibt immer, wenn n Parteien beteiligt sind, dann gibt es immer n Sichten auf einen Sachverhalt. Immer. Die n Parteien, die können sich natürlich untereinander abstimmen und so weiter und so fort und eine gemeinsame Sicht entwickeln, aber anfangs gibt es immer N Sichten auf einen Sachverhalt. Und entsprechend, jeder sieht nur seine Sicht. Basierend auf seiner Prägung, basierend auf seiner Vergangenheit, basierend auf allem. Deswegen werden Umstände oft missverstanden. Der Instinkt, der kann schon ziemlich gut sein und der kann schon einiges richtig machen, aber üblicherweise verstehen wir die Umstände oft falsch. Einige Leute verfahren sich so in Annahmen, aber ich habe so oft herausgefunden, dass die Umstände
können, häufig verstanden werden können.